Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain. Und ich spiele den Starkaxtwerk Nodreb und ich befinde mich kurz vor der Schlucht oder dem engen Pass, der runter in die Langfurt geht. In das, nee, nicht ins Ältestental, sondern zu den Quellen des Langflut. Hier sieht man die Karte, da geht es komplett runter. So, wollen wir noch mal schauen. Ihr seid nahe des Passes zu den Quellen des Langblut. Zu euren Reisegefährten gestoßen. Unsere Reisegefährten Gloin, Imak und Venko. Ein Grauhammer, ein Starkaxt und ein Langbart. Wir sind angekommen. Das ist der Pfad, der uns zum nebelverhangenen Talkessel von Heilignebel führen wird. Durch den die Zuflüsse eines bekannten Stroms führen. Die Bewohner im Norden nennen ihn Langflut, aber ihr kennt ihn als großen Fluss oder den Anduin. Der Überfalltrupp aus Gundabad wurde in der Nähe der Quellen des Langflut gesichtet. Das ist also unser Ziel. Und jetzt haben wir einen Umhang, den wir kriegen können. Okay. Mit oder ohne Kopf. Ich glaube, es ist fast egal. Wir werden zusammenarbeiten, wenn wir diese Aufgabe erfüllen wollen. Kapitel 2.1. Nebel zieht auf. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir diese Aufgabe erfüllen wollen. Imak, Venko, seht ihr das auch so? Schauen, was die sagen. Keiner von uns will mit den anderen reisen, aber wir alle haben Gründe, die Orks zu hassen. Das soll uns einen. Und in ein oder zwei Tagen, wenn der Überfalltrupp vernichtet ist, müssen wir keine Gefährten mehr sein. Behalten wir das im Blick, dann haben wir kaum Grund, uns zu beschweren. Die Quellen des Langflut erwarten uns. Und danach können wir wieder unserer eigenen Angelegenheit nachgehen. Ich war noch nie in der Gegend entlang des Langflut. Aber wir sollten nach einem Ort Ausschau halten, der als Lagerplatz geeignet ist. Geschützt vom Wind und den anderen Gefahren, die hier herumstreifen. Sprecht nicht mit mir, als wäre ich ein Kind, Glowin. Ihr mögt älter sein und euer Bart ist weiß, aber ihr wart nicht so wie ich in Saurons Kerker gefangen. Zweifelt nicht daran, dass ich ebenso mutig bin wie ihr, Nodreb, weiß, wovon ich spreche. Denn er hat ebenso viel durchlitten wie ich und hat das schwarze Land gestärkt verlassen. Ein Überfalltrupp der Orks? Ich habe mich schon gegen Schlimmeres weitaus besser behauptet. Behandelt mich also nicht wie ein junges Bürschchen. Wenn wir Heilignebel erreicht haben, werden wir uns einen Lagerplatz suchen müssen. Das bedeutet, dass wir die aggressiven Tiere erlegen, die sich in der Nähe unseres Lagerplatzes herumtreiben. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, solange ihr das auch tut. Dann begeben wir uns mal nach Heilignebel und suchen uns einen Lagerplatz. Eure Gefährten haben vorgeschlagen, dass ihr in Heilignebel nach einem sicheren Rastplatz sucht. Bezwingt Tiere und sonstige Gefahren in Heilignebel. Acht Stück soll ich killen. Na, vielleicht fällt uns da noch was ein. Da drin ist zumindest schon mal was. Okay. Das wurde auch gezählt. Also es zählt offensichtlich alles Mögliche, was hier ein bisschen mehr als zwei Moral hat. Ah ja, und es geht das ganze Gebiet hier. Okay. Jetzt hier runter. Ach, da sind die beiden Lagerplätze, die man untersuchen soll.
Hier gibt's gar keine schlimmen Tiere. Es war gelogen, was er sagt. Hier gibt es nur ganz zahme Hasen. So, ups. So, da sind noch welche. Da oben ist noch ein Elch, sehr schön. Und eine noch. Wo ist noch der letzte? Naja, eins finden wir schon noch. Das war der letzte. So, jetzt haben wir 8 Stück gemacht. Jetzt müssen wir nur noch zu den beiden Plätzen und das Lager suchen. Wo ist der Ork-Trupp? Ist er das hier? Nee, das ist er nicht. Ist auch egal. Das ist auch egal. So. Na komm. Dieser Lagerplatz liegt im Schatten dichter Vegetation, sollte aber ausreichend sein. Ich glaube, hier ist der andere, ne? Ach nee. Wo ist der? So, gut. Hä? Moment mal, wo ist denn jetzt dieser Platz? Hier. Oder ist er das hier? Hier, dieser Lagerplatz ist für an einer Seite durch nackten Fels geschützt. Jetzt sind sie hier und wir machen hier dann. Imag nickt anerkennt, das sollte reichen, sagt er. Ja, das wird reichen. Lasst mich meine Zünderschachtel raussuchen. Dann kümmere ich mich um das Feuer. Kapitel 2.2. So gleich und doch so anders. Ihr habt sicher schon von der Suche nach dem einsamen Berg gehört, oder? Wenn ich mich nicht irre, hat unser Schurke unser Abenteuer niedergeschrieben. Ich will seine Fertigkeiten mit der Feder nicht in Frage stellen, aber ich bin überzeugt, dass seine Geschichte nicht an die tatsächliche Erfahrung heranreicht. Natürlich waren wir die meiste Zeit nass und haben gefroren, oder beides. Aber in Erinnerung werden die scharfen Kanten abgefeilt, bis nur noch der Ruhm und die Aufregung übrig bleiben. Nichtsdestotrotz war es ein großes Abenteuer. Ich weiß nicht, ob Bilbo davon in seinem Buch berichtet, aber mein Bruder Oin und ich waren stets für das Feuer zuständig, wenn wir Rast machten. Unsere Zunderschachteln kamen häufig zum Einsatz, und das an weitaus trostloseren Orten als diesem hier.
Während ich schaue, ob meine Fertigkeiten noch nicht eingerostet sind, solltet ihr unseren Gefährten mit ihrem Gepäck helfen. Wir werden uns etwas ausruhen, bevor wir uns auf die Suche nach dem Überfalltrupp machen. Gut. Wir sollten hier nicht zu lange untätig herumsitzen. Soweit ich weiß, leben zwar nur wenige Leute entlang des Flusses, für die stellt aber der Überfalltrupp, nach dem wir suchen, eine ernste Gefahr dar. Ihr fragt Venko, ob er Hilfe beim Auspacken braucht. Nein, Notreb, danke. Wir Zelruka haben schon vor langer Zeit erkannt, wie wichtig es ist, ohne schwere Lasten zu reisen. Daher nehmen wir auf unsere Bergwanderung nur wenig Gepäck mit. Okay, eine Zelruka-Ast und ein Zelruka-Schwert. Lasst sie liegen, Notreb. Sie gehörten meinen Brüdern. Und ich möchte nicht, dass jemand anderes sie anfasst. Venko schaut euch finster an. Aber kurz darauf seufzt er und lenkt ein. Es tut mir leid, bitte haltet mich nicht für unhöflich. Ich kam mit meinen älteren Bruder Lekun und meinen jüngeren Bruder Dusek nach Westen. Wir wollten uns unser angestammtes Heim zurückholen. Jetzt denke ich mir, wir hätten im Osten bleiben sollen. Aber was bringt dieser Wunsch? Meine Brüder wurden beim Angriff der Frosthorde getötet. Und nun ist es allein an mir, diese Aufgabe zu erfüllen, die wir uns gesetzt hatten. Sollten die Zelruka jemals eine neue Heimat finden, werde ich die Waffen meiner Brüder über meinem Kamin aufhängen und endlich Frieden finden. Aber bis zu diesem Tag werde ich Kruvska und Rankova bei mir tragen, auch wenn sie nie wieder im Kampf geführt werden. Den Zelruka wurde vor langer Zeit ein Platz in Gundabad versprochen, aber sie haben ihn nie erreicht. Glaubt ihr, dass euer Freund Durin diese uralte Abmachung einhalten wird, falls er den Berg von den Orks zurückerobern kann? Ich will ganz offen sein, Notreb. Ich habe meine Zweifel. Aber das ist eine Sorge für die Zukunft. Jetzt werde ich meiner Brüder gedenken und betrauern, dass sie niemals die Tore Gundabads sehen werden. Oder die Klippen des Ältestentals. Oder den berühmten Zweimantel. Oh, da kommt mir eine Idee. Die berauschenden Wasserfälle von Heilignebel sind nicht weit von hier, Notreb. Ich bitte euch, einen guten Aussichtspunkt zu finden, von dem aus ihr euch den nächstgelegenen Zweimantel in all seiner Pracht ansehen könnt. In Gedenken an meine Brüder, kommt dann wieder zu mir, damit ihr mir davon erzählen könnt. Okay, machen wir auch gleich. Jetzt reden wir erst nochmal mit Imak. Ein Riecher für Gefahr. Nun gut, wenn ihr euch nützlich machen wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Wir werden hier nicht lange bleiben, aber ich würde den Inhalt dieser Taschen gerne neu ordnen. Er hat sich seltsam verteilt. Ihr habt selbst genug lange Reisen hinter euch, wenn ich mich nicht irre. Ihr versteht also sicher, wie beschwerlich das Laufen ist, wenn die Taschen unbequem sitzen. Wenn ihr diese Tasche auspackt, werdet ihr den Inhalt neu sortieren, während wir rasten. Okay, verpackte Habseligkeiten. Was ist das? Truhe? Lasst das in Ruhe! Hey, fasst das nicht an! Schnauzt euch Imak an. Sprecht mit Imak im Lager. Gut. Nein, nicht das Ding! Könnt ihr denn keine Anweisung befolgen? Lasst diese Schatulle in Ruhe, die geht euch nichts an. Ihr wühlt in meinen Sachen wie ein lausiger Bandit. Pah! Imak reißt die Arme hoch. Nein, schon gut, Notreb. Ich hätte gleich etwas sagen sollen. In der Schatulle sind einige Andenken. Naja, Stücke, die einen gewissen sentimentalen Wert für mich haben. Sie erinnern mich an Freunde und Familienmitglieder, die weniger Glück im Leben hatten als ich. Einige sind niemals als Mordor zurückgekommen. Herausgekommen. Andere konnten die Freiheit nur kurze Zeit genießen. Ihr wisst, wie das ist. Da bin ich mir sicher. Es tut mir leid, dass ich laut geworden bin, Notreb. Ich bin etwas angespannt, denn meine Nase sagt mir, dass Waage in der Nähe sind. Ich mache euch nichts vor. Mein Geruchssinn ist wirklich ausgezeichnet. Wenn meine Nase mir sagt, dass Waage in der Nähe sind, dann sind in der Nähe Waage auf der Jagd. Sucht im Südosten nach Spuren. Ihr werdet sehen. Ich habe recht. Das ist das Mindeste, was ihr für mich tun könnt.
nachdem ihr eure Nase in meine Angelegenheiten gesteckt habt. Okay, der eine will, dass ich ihn irgendwie einen irgendwas angucke, einen Wasserfall anschaue, und der andere will, dass ich einen Wag kille. Gut, dann machen wir mal das nächstgelegene erstmal, den Wag wahrscheinlich, ja. So. Er soll irgendwo hier sein, ne? Da sind Wagspuren. Plötzlich fällt euch ein Wag an. Ist er das da? Imag hatte recht, aber er muss nicht erfahren, dass das einer der Lagerplätze war, die ihr in Betracht gezogen hattet. Na gut, also das war nochmal die Waage, den er gerochen hat. Ihr habt einen Jagdwag gefunden, nicht wahr? Ihr müsst nichts weiter sagen, oder? Ich weiß, dass ihr recht hatte. Imag nickt zufrieden und ein Lächeln schleicht sich in sein Gesicht. Ich hatte schon immer eine gute Nase und in Mordor hat sie mir geholfen zu überleben. Ich habe einen Riecher für die Gefahr entwickelt. Es war nirgends wirklich sicher als sicher, aber ich konnte die größten Gefahren erkennen und sie so vermeiden. Und diese Fähigkeit besitze ich noch immer. Ich könnte sie nicht unterdrücken, selbst wenn ich es versuchen würde. Genau die wie diese Andenken, die ich aus Mordor mitgebracht habe, ist sie eine ständige Erinnerung an die Zeit, in der ich voller Angst für Sauron schuften musste. Ich kann das nicht vergessen und das werde ich auch nicht. Dann essen wir mit ihm. Was sagt Loin? Imag musste während seiner Gefangenschaft in Mordor viel erdulden. Ich war noch nie in diesem Land, aber ich habe auch noch nie etwas Schönes darüber gehört. Eins weiß ich aber, an so einem Ort hätte ich nicht gerne eine gute Nase. Allein dafür bedauere ich Imag schon. Was sagt Venko? Von all meinen Sinnen war mein Geruchssinn nie der beste. Mein Gaumen ist dagegen eine ganz andere Geschichte. Ich liebe den Geschmack von Bier und gebratener Hammelkeule. Ich fürchte aber, wir werden auf dieser Reise von beidem kaum etwas bekommen. Imag hatte recht, was den Jagdwag angeht. Vielleicht sollte er die erste Wache übernehmen, damit uns diese Nase vor nahenden Gefahren warnen kann. Na gut, und das andere ist halt jetzt den Wasserfall sehen. Der sollte ein bisschen weiter höher liegen, genau. Schauen wir uns den Wasserfall an. Ist das hier dann noch ein höher? Ne, hier ist es, glaube ich. Hier können wir uns den Wasserfall angucken, glaube ich. Irgendwo hier, ne? Da sieht man ihn. Von hier aus habt ihr einen guten Ausblick auf den mächtigen Reikfoss. Aha, sehr gut. Ihr schaut wortlos zu, wie die Wassermassen des Reikfoss in die Tiefe stürzen. 1, 2, 3. Und noch tiefer, da unten fließen sie weiter. Und daraus wird dann mal der Anduin. Das heißt, der Anduin beginnt wirklich ganz oben in Gundabad oder bei Gundabad oder was, ne? So, wir haben ihn gesehen. Seid ihr aus Reich?
Forst zurück? Sagt Nodreb, was denkt ihr über diesen mächtigen Wasserfall von Heilignebel? Ihr erzählt Venko von den Eindrücken des Reikfors, die ihr von eurem Aussichtspunkt aus sammeln konntet. Und der Zelruka nickt nachdenklich. Ich danke euch, Nodreb. Meine Brüder und ich haben uns geschworen, uns die drei Schwestern anzusehen, wenn wir uns Gundabad nähern. Aber die Frosthorde hat dafür gesorgt, dass diese Versprechen niemals eingelöst wird. Ich freue mich noch immer, die Wasserfälle zum ersten Mal Gesicht zu bekommen. Es freut mich, dass ihr meiner Bitte nachgekommen seid und Dusek und Lekun gedacht habt. Weiko verstummt und betrachtet wortlos die Waffen seiner Brüder. Dann trinken wir noch einen Schluck. Leun. Wie es scheint, kennen Langbärte und Zelruka dasselbe Leid. Dasselbe Leid. Venko hat mein Mitgefühl. Ich habe auch meinen Bruder verloren. Oin zog mit Balin nach Moria und kam dort ums Leben. Manche Zwerge geben sich zufrieden damit, ihr Leben in Frieden und Sicherheit zu führen. Aber nicht mein Bruder. Und bevor ihr fragt, ich ebenfalls nicht. Offenbar gilt das auch für unseren Zelruka-Gefährten. Er will sich das ansehen, was seinen Brüdern verwehrt blieb. Und nicht geschlagen in den Osten zurückkehren. Das finde ich lobenswert. Der Zelruka tut mir leid, aber nicht mehr oder weniger als jeder andere. Wir alle haben jemanden verloren. Der Zelruka tut mir leid, aber nicht mehr oder weniger als jeder andere, der dasselbe Schicksal erlitten hat. Möge die Erinnerung an seine Brüder, seine Entschlossenheit und seinen Geist stärken. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe euch doch gesagt, dass ich Feuer machen kann. Ach, wäre Oin noch am Leben, hätte er sicher in der Hälfte der Zeit ein Feuer in Gang gebracht. Mein Bruder war der Einzige in Thorins Kompanie, der mir beim Entzünden des Lagerfeuers gleichkam. Nun gut, Gandalf wäre wohl auch dazu in der Lage gewesen, hätte er es gewollt. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat er nie angeboten, Feuer zu machen. Ganz gleich, wie nass wir waren oder wie sehr wir gefroren haben. Feuer gab es von ihm nur, wenn Waage in der Nähe waren. Und dann auch nicht, um uns zu wärmen. So sind Zauberer wohl eben. Sie frieren nicht so schnell wie Zwerge und sie sind noch weniger rücksichtsvoll. Aber das habt ihr nicht von mir gehört, Nodreb. Habt ihr verstanden? Wenn ich mich nicht irre, habt ihr vor kurzem in einigen Schlachten an der Seite meines Sohns Gimli gekämpft. Kapitel 2.3 Ein Leben für den Kampf. Nodreb. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir davon erzählt. Jedes Volk hat seine Art, die Geschichten aus dem Krieg weiterzugeben, aber keine ist so detailreich oder so wohlklingend wie die der Zwerge. Mein Volk hat viel Erfahrung mit dem Kriegshandwerk und mit der Überlieferung von Geschichten über den Krieg. Ja, mein Leben fand auf dem Schlachtfeld statt und nichts anderes wäre mir lieber gewesen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich in der Schlacht von Azanul Bizar gekämpft habe. Andere Zwerge verdienten sich darunter dabei ruhmreiche Ehrentitel wie Eichenschild oder Eisenfuß. Und die Toten waren so zahlreich, dass sie nicht mehr begraben werden konnten. Stattdessen wurden sie verbrannt. Aber die Ehre der verbrannten Zwerge von Azanul Bizar wurde niemals in Vergessenheit geraten. Ich habe im Schattenbachtal so manchen Ork erschlagen. Und ich glaube, ich habe meinen Vater stolz gemacht. Ich vermute, bei Gimli wird es nicht anders sein, wenn er mir von seinen Kämpfen im Süden berichtet. Azanul Bizar war das Ende dieses Krieges, aber es war bei weitem nicht der einzige Krieg zwischen den Zwergen und den Orks, und es sollte auch nicht der letzte sein. Es war der 6. Krieg, von dem mein Volk manchmal auch als große Orkkrieg bezeichnet wird. Wir konnten Gundabad in diesem Krieg halten, allerdings nur kurze Zeit, und nach den Verlusten bei Azanul Bizar hatte König Thrain
weder die Krieger noch die Entschlossenheit, das Bergheim zurückzuerobern. Die Langbärte wurden ein Volk ohne Heimat. Diese Geschichte kenne ich. Denn auch Zwerge unserer Sippe haben in diesem Krieg gekämpft. Vielleicht nicht so viele wie von den Langbärten oder den anderen Zwergensippen, aber auch die Starkäxte haben sich bei Azanul Bizarre Ruhm verdient. Ich würde sogar sagen, dass uns besonders viel Ruhm gebührt, denn welche Bedeutung hatte Khazad-dûm schon für die Starkäxte? Sie stürzten sich selbstlos in die Schlacht aus Verbundenheit mit den anderen Sippen und aus Hass auf den gemeinsamen uralten Feind. Die Langbärte taten gut daran, sich an den Heldenmut unseres Vaters in dieser Zeit zu erinnern und uns mit mehr Respekt zu begegnen. Und was sagen der? Sagt er? Rowan tut so, als hätten nur Langbärte bei Azanul Bizarre gekämpft, aber das stimmt nicht. Es kamen Krieger aller Zwergensippen, um sich den Orks zu stellen. Doch Kämpfer meines Volks waren unter den verbrannten Zwergen. Die Zelruka kennen zudem den Schmerz, die Heimat zu verlieren, ebenso gut wie die Langbärte. Ich wollte euch nicht verärgern, meine Gefährten. Ich habe nicht vergessen, welchen Beitrag die anderen Sippen in Azanul Bizarre geleistet haben. Notrip kann das bestätigen. Habe ich Durin nicht genau darauf hingewiesen, bevor wir aus Skarhald aufgebrochen sind? Das habe ich. Euer Volk stammt nicht von Durin dem Unsterblichen ab, aber ihr verehrt ihn dennoch als den ältesten Zwerg, der als erster erwachte. Eine Beleidigung seiner Nachfahren ist damit auch zugleich eine Beleidigung aller Zwerge. Keine Zwergensippe würde eine Grausamkeit dulden, wie sie von Azog begangen wurde, dem schrecklichen Ork, der Tror getötet hat, den Vater Treins. Und so kamen alle Sippen zusammen und Azogs Schicksal war besiegelt. Es gab selbstverständlich genug Ruhm für alle. Und es war nicht bloß ein Sieg für Durins Volk, sondern für alle. Ihr wisst, dass ich recht habe. Ich wollte euch nicht vor den Kopf stoßen. Ihr Gespräch kommt wieder zum Erliegen und eure Gefährten wenden sich wortlos dem Essen zu. So, wir wenden uns dem Trinken zu. Und dann dem Essen. Genug gerastet. Ha, ich habe voreilig gesprochen. Ich weiß, mit der Axt umzugehen, aber nicht mit Worten. Wäre Gimli hier, könnte er es besser ausdrücken. Er war schon immer wortgewandter als ich. Und er versteht sehr viel mehr von Höflichkeiten als sein Vater. Bei meinem Bart, Notrep, was macht ihr denn für ein Gesicht? Seht ihr das denn nicht genauso? Ich denke, wir haben lange genug gerastet. Kapitel 2.4 Ein lang verlassenes Heim. Ich denke, wir haben lang genug gerastet. Finden wir diesen Überfalltrupp, bevor ich, alter Zwerg, wieder über meinen Bart stolpere und unsere Gefährten erneut vor den Kopf stoße. In dieser Gegend haben sich nur wenige Leute niedergelassen. Aber wenn ich mich nicht irre, lebten die Vorfahren der Rohirrim einst in Heilignebel entlang des Anduin. Ihre Stadt hieß Framsburg und ich glaube, sie liegt auf dem Felsvorsprung im Westen von uns. Finden wir heraus, wer dort nun wohnt und ob sie etwas über den Überfalltrupp aus Gundabad wissen. Ich werde helfen, unser Lager abzubauen und euch danach dann vor Ort treffen, Notrep. Okay, dann gucken wir mal, wer wohnt denn jetzt hier? Wahrscheinlich, da ist die Leiter oder die, nicht die Leiter, die Brücke. So eine Seilbrücke, eine Hängebrücke. Heilignebel und das hier ist Framsdorf. Die Stadt Framsburg liegt schon seit langer Zeit verfallen. Wir sind nicht umsonst hierher gekommen. Die Stadt selbst könnte uns etwas verraten. Ich hatte gehofft, dass die Stadt bewohnt ist, aber ich dachte dabei an Menschen und nicht an Würmer, Drachen oder anderes Getier. Diese Kreaturen haben den Überfalltrupp vielleicht nicht unbehelligt gelassen.
Sie werden uns allerdings auch nichts von Wert sagen können. Es schleichen vielleicht ein paar Orks durch die Ruinen, aber wir suchen nicht ein oder zwei von ihnen, sondern eine richtige Streitmacht. Doch wir sind nicht umsonst hergekommen. Die Stadt selbst könnte uns etwas verraten. Sucht in den Ruinen von Framsburg nach Spuren des Überfalltrupps. Es leben keine Menschen mehr in Framsburg, aber Durin will nach Gundabad im Norden. Und diese Kreaturen stellen eine Gefahr für jede Armee dar, die hier vorbeikommt. Ihre Reihen etwas zu lichten, kann uns in Zukunft nur nützlich sein. Haltet in den Ruinen von Framsburg Ausschau nach aufgefüllter Erde. Nördliche Teil der Landzunge. Hier. Gut, irgendwo hier oben, ne? Gut, jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir nur noch die Gegend erkunden, okay. Die Ruinen sind voller Wurmnester, aber es gibt keine Spur des Überfalltrupps. Der Wind pfeift durch die Spalten in den Steinen, aber es gibt keine Spur von Angreifern. Mhm. Okay, hier ist also nichts. Jetzt noch hier unten. Ah, da hinten, das ist diese Burg, die Framburg. Was, und hier haben mal Menschen gelebt? Das kann ich mal wieder zerstören. Das auch. Und den Umhang kann ich nicht zerstören, weil ich nicht genügend... Ah ja, okay, gut. Ah, hier sind Orks. Was haltet in den Ruinen nach aufgewühlter Erde Ausschau? Also hier drin oder was jetzt? Ich glaube nicht, dass hier drin das ist. Vielleicht.
Nee, auch nicht. Nee, hier drin ist nichts. Gut, dann war es vielleicht irgendwie hier direkt nebendran oder was? Ach, da unten, ja. Ihr holt ein Metallabzeichen aus dem Schlamm, auf dem eine Gewitterwolke zu sehen ist. Bringt das Gewitterwolkeabzeichen zu Gloin. Was hat das zu bedeuten? Ist das vielleicht... Ist das vielleicht ein Hinweis? Was ist das? Ich habe diese Art von Metallabzeichen schon einmal gesehen. Die Orks tragen sie bei sich. Vermutlich als Stammesabzeichen. Ein Zwerg braucht so etwas nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Langbart ein Amtszeichen mit sich herumträgt, um sich stets daran zu erinnern, dass er ein Langbart ist? Ihr überlegt kurz, ob ihr die zahlreichen Symbole erwähnen solltet, die Gloins Waffen und ihre Kleidung schmücken, entscheidet euch dann aber doch dagegen. Ihr müsst aber zugeben, dass ich dieses Symbol nicht kenne, fährt Gloin fort. Es sieht für mich wie eine Gewitterwolke aus. Vielleicht soll es die Bande darstellen, zu dem diese Orks gehören. Der Regen des Leids, das Gewitter der Schmerzen oder irgendein ähnlicher orkischer Unsinn. Es gibt nur einen Weg. Auf und von diesem Felsvorsprung, Nodreb. Und der Überfalltrupp ist nicht mehr hier. Ihr habt das Abzeichen nahe der südlichen Klippe gefunden. Ich vermute, dass sich die Orks dort eine Weile aufgehalten haben, um die Gegend auszukundschaften, und dabei ging das Abzeichen verloren. Ich glaube, dann sind sie dem Fluss nach Süden gefolgt. Wir sollten das daher ebenfalls tun. Okay, noch weitere Kennzeichen suchen südlich des Flusses. Also weiter. Suchen wir jetzt diese anderen Orks. Werden doch hier irgendwo sein, ne? Genau so. Und dann hier rüber. Und wieder so, dass wir hier runter können. Genau. Und jetzt sind wir hier. Müssen wir jetzt hier durch den Fluss durch, oder was? Nee. Doch, nein. Wir gehen nicht durch den Fluss durch. Wir gucken hier an der Seite nach... Wir gehen nicht runter in den Fluss. Ach, hier oben sind Spuren. Ah, Imak hat welche gefunden. Der Überfalltrupp kam von Framsburg herunter und ist weiter nach Süden gezogen. Diese Spuren stammen definitiv von diesem Überfalltrupp. Sie haben sich von oben von den Ruinen von Framsburg einen Weg ausgekundschaftet und sind ihm dann gefolgt. Ja, und wir folgen diesem Trupp dann auch, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis denne, sagt der Captain.